Mein Name ist Lena Ziska, neben mir Jacqueline Rotkopf. Ich werde ein bisschen den Rahmen bieten heute. Das heißt, ich werde ein bisschen die Einführung machen mit Ihnen in das Energieeffizienzgesetz. Und gewünscht war auch ein kleiner Exkurs noch zu ökologischen Gegenleistungen im Kontext mit energierechtlichen Privilegien. Das haben wir ans Ende gepackt. Das heißt, ja, ich bilde den Rahmen um Frau Rotkopfs Teil hier heute rum, der sich dann ganz konkret darum dreht, was für Pflichten hält denn das Energieeffizienzgesetz für Unternehmen bereit? Und was ist da alles zu beachten? Genau, das heißt, wir machen einmal so ein bisschen Grundlagen und Einführung, knüpfen an ans Energie- und Umweltmanagementsystem. Was war so die alte Welt und was verlangt jetzt das Energieeffizienzgesetz? Was gibt es da für Änderungen? Dann steigt Frau Rotkopf ein mit der Veröffentlichungspflicht von Umsetzungsplänen und den Pflichten rund um die Abwärme und ein kleiner Exkurs Richtung öffentliche Hand und Rechenzentren und Sonderfälle. Und dann, wie gesagt, zum Abschluss nochmal der erwähnte Exkurs. Denn Energieeffizienzmaßnahmen, ja, die lassen sich gar nicht so losgelöst, nur anhand des Energieeffizienzgesetzes jetzt beschreiben. Da ist es gar nicht so verkehrt, noch ein Wort loszuwerden in Richtung der energierechtlichen Privilegien, falls einige unter Ihnen da das ein oder andere nutzen werden. Denn das spielt ineinander rein. Also, dann starten wir aber zunächst mit der Einführung und den Grundlagen. Und eben schon gesagt, das Energieeffizienzgesetz ist zum Ende letzten Jahres in Kraft getreten. Das hat sich ganz schön hingezogen. Also, es hat verschiedene Versionen im Gesetzgebungsprozess angenommen. Frau Rotkopf hat, glaube ich, jede Version immer genau durchleuchtet. Und es war ganz interessant zu sehen, was dann doch noch hinten übergefallen ist an Verpflichtung und Regelung, bis es dann Ende letzten Jahres finalisiert wurde. Es gab dann auch schon Pflichten zum 1.1., die ja kaum realisiert werden konnten aufgrund des späten Inkrafttretedatums. Da kommt Frau Rotkopf aber später noch zu, dass die erstmal ausgesetzt wurden. Also noch ist nichts verspätet. Das ist alles noch machbar und umsetzbar. Es ist so das neueste Gesetz, was wir gerade haben. Hintergrund natürlich Energieeinsparung. Da will ich mich gar nicht so lange aufhalten, damit wir auch gleich zu den Inhalten tatsächlich kommen. Das Fit for 55-Paket, das eben entsprechende Energieeinsparziele generiert, die auch mithilfe des Energieeffizienzgesetzes umgesetzt werden sollen. Es gilt so ein bisschen als Nachfolgeregelung der ENSIMIMA-V. Ich drücke mich immer davor, die Langbezeichnung dieser Verordnung auszusprechen. Das war die Verordnung, die mittelfristige Maßnahmen ergriffen hat vor dem Hintergrund der Energiekrise. Auch dazu haben wir so eine kleine Exkursfolie später noch für Sie. Das wurde ins Leben gerufen, um ja mittelfristig und zeitnah da Energieeinsparungen zu generieren. Und das Energieeffizienzgesetz ja führt die Pflichten dieser ENSIMIMA-V ein bisschen fort. Das zeige ich Ihnen aber zum Abschluss gerne noch. Aber es werden verschiedene Energieeinsparziele durch das Energieeffizienzgesetz formuliert oder bezweckt, weil es heißt, da schlummern einfach noch Potenziale, die noch ungenutzt sind. Das ist so die allgemeine Auffassung, dass es da Potenziale gibt bei Industrieunternehmen, die man noch ausschöpfen kann. Das so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass halt bislang Energiemanagementsysteme häufig im Kontext mit Privilegien eingeführt wurden. Das heißt, gar nicht flächendeckend, von allen Unternehmen umzusetzen waren, sondern nur vereinzelt und ja, dadurch sind da noch Einsparpotenziale, die genutzt werden können, bislang ungenutzt blieben, auch weil die Energiemanagementsysteme natürlich ja, mit unterschiedlichen Ambitionen geführt werden, ich will es mal so sagen. Manche Unternehmen sind da sehr hinterher, da jede Maßnahme auch tatsächlich umzusetzen und manchmal ja, hinkt das so ein bisschen hinterher, die tatsächliche Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen aus dem Energiemanagementsystem. Zur alten Welt, also Status quo vor dem Energieeffizienzgesetz und wie haben wir jetzt das mit dem Energieeffizienzgesetz? Da möchte ich Sie einmal mitnehmen. Und zwar gibt es als gesetzliche Regelung auch noch das Energiedienstleistungsgesetz, das formuliert, wann ein Unternehmen ein Energieaudit einzuführen hat, also ein bisschen die kleine Variante des Energiemanagementsystems. Und das müssen alle Unternehmen, die als Status kein kleines oder mittleres Unternehmen sind, ja, KMU-Status. Wahrscheinlich bekannt. Und alle, die kein KMU, also kein kleines und mittleres Unternehmen sind, die müssen so ein Energieaudit einführen nach dem Energiedienstleistungsgesetz. Und ursprünglich war auch mal geplant, dass diese Regelung gestrichen wird und nur noch es anhand des Energieeffizienzgesetzes zu bewerten ist, was da einzuführen ist. So kam es jetzt nicht. Also diese KMU-Regelung im Energiedienstleistungsgesetz, die besteht fort. Das heißt, alles, was wir Ihnen gleich
zum Energieeffizienzgesetz erzählen, ist das eine. Aber wenn Sie nach den Regelungen des Energieeffizienzgesetzes dazu kommen, wir müssen vielleicht gar kein Energiemanagementsystem einführen, bleibt dahinter immer noch die Frage, ah, und wie ist es denn mit dem Energieaudit im Kontext Energiedienstleistungsgesetz? Dazu bleiben Sie nach wie vor verpflichtet, wenn Sie ein Nicht-KMU sind. Abgelöst wird das nach wie vor durch das Energiemanagementsystem. Das heißt, wer das einführt, der ist dann vom Energieaudit entsprechend befreit. Der neue Einfluss des Energieeffizienzgesetzes ist der, dass die Einführung eines Managementsystems am Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens angeknüpft wird. Das heißt, bislang war es die Frage, bin ich KMU, ja oder nein? Brauche ich so ein Energieaudit? Und dann nur die Frage, nutze ich ein Privileg? Weil die Privilegien, zum Beispiel der Spitzenausgleich im Rahmen des Strom- und Energiesteuergesetzes, die besondere Ausgleichsregelung, die Strompreiskompensation, die BEZV-Beihilfe, also verschiedene energierechtliche Privilegien, die alle vorgesehen haben, dass sie ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einführen. Es befand sich aber bislang immer nur auf der Ebene der Privilegien, ob sie dazu verpflichtet sind. Jetzt ist es neu, völlig losgelöst von der Frage, ob Sie ein Privileg nutzen oder nicht. Müssen Sie ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einführen, wenn der Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens oberhalb von 7,5 GWh liegt? Das heißt, auch wenn Sie ja im Konzern Schwestergesellschaften haben etc., die bislang noch kein Energiemanagementsystem haben, ist hier jetzt eine Neubewertung erforderlich. Wie sieht es denn da mit dem Gesamtenergieverbrauch aus? Und sind wir jetzt da doch vielleicht auch zum Energiemanagementsystem verpflichtet? Das ist eine entsprechend neue Prüfung, die das Energieeffizienzgesetz da von Ihnen verlangt. Hier einmal im Überblick die Pflichten des Energieeffizienzgesetzes. Da geht eben meine Kollegin Frau Rotkopf da gleich noch im Detail drauf ein, aber dass Sie einmal im Überblick sehen, die Einführung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems ist Gegenstand des Energieeffizienzgesetzes. In dem Kontext die Veröffentlichungspflicht der Umsetzungspläne, also Pläne darüber, wann Sie Energieeffizienzmaßnahmen aus diesem Managementsystem umsetzen wollen. Thema Vermeidung, Reduzierung, Wiederverwendung von Abwärme und auch die Kenntlichmachung von Abwärme, wenn Sie Abwärmepotenziale haben, die Sie an Dritte abgeben könnten auf der Abwärmeplattform. Auch dazu kommt Frau Rotkopf gleich. Und was Sie sehen ist, und was mir jetzt hier in der Einführung darauf ankommt, dass all diese Pflichten an den Gesamtenergieverbrauch anknüpfen. Das heißt, bei jeder Pflicht ist zu fragen, ob der Gesamtenergieverbrauch der Gesellschaft oberhalb dieser Werte, bei Einführung des Energiemanagementsystems die 7,5 GWh und bei den Pflichten zu den Umsetzungsplänen und zur Abwärme die 2,5 GWh, ob das überschritten wird. Wird es überschritten, ist die Pflicht entsprechend ausgelöst. Wir werden immer wieder gefragt, wie denn diese Bewertung vorzunehmen ist, wenn es da verschiedene Gesellschaften gibt. Ja, Konzernstrukturen, das empfindet man ja auch häufig als so, das ist ja eins. Einem ist ja manchmal gar nicht so bewusst, dass es dann schon die neue Gesellschaft ist, weil da vielleicht mal irgendwann eine neue GmbH gegründet wurde. Diese Bewertung des Gesamtenergieverbrauchs findet tatsächlich auf Unternehmensebene, also auf der kleinsten rechtlich selbstständigen Einheit statt. Das Unternehmen an sich wird im Energieeffizienzgesetz nicht definiert, aber das ist so die ja, allgemeine Rechtsgedanke dahinter, dass Sie es in Bezug auf die kleinste rechtlich selbstständige Einheit bewerten müssen. Das heißt, wenn Sie ein Konzernunternehmen haben, da liegt vielleicht eine Holding drüber und dann gibt es verschiedene Einzelgesellschaften, dann ist es wirklich pro Gesellschaft zu bewerten, keine Zusammenfassung der Gesellschaftswerte durchzuführen. Also wenn es da verschiedene GmbHs gibt, dann prüfen Sie es bitte pro GmbH, wie der Gesamtenergieverbrauch aussieht. Verfügt die einzelne Gesellschaft über mehrere Standorte, sind die jedoch zusammenzufassen. Ja, also dieser Gesamtenergieverbrauch ist dann nicht pro Standort zu prüfen. Wenn Sie sagen, ich habe einen in Hamburg und einen hier in Hannover, dann ist das nicht getrennt zu bewerten, sondern die Standorte einer Gesellschaft, die sind dann doch zusammenzufassen. Bei dieser Betrachtung liegt der Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens oberhalb dieser entsprechenden Werte 7,5 oder 2,5 GWh. Was alles zum Gesamtenergieverbrauch zählt, dafür gibt es sogar ein eigenes Merkblatt, welche Energieträger damit einzuberechnen sind und wie das Ganze zu erfassen ist. Grundsätzlich rechnen Sie die letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre, die führen Sie zur Berechnung heran, um zu checken, ob der Gesamtenergieverbrauch überschritten ist, ja oder nein. Und bei Detailfragen können wir dann nur dieses Merkblatt empfehlen, das dazu extra ins Leben gerufen wurde,
um zu bestimmen, ob der Gesamtenergieverbrauch einer Gesellschaft überschritten wurde, ja oder nein. Das ist immer wieder eine Frage, die uns tatsächlich trifft, wie das zu bemessen ist. Und das ist tatsächlich so die Ausgangsbasis dafür, um zu prüfen, finden denn die einzelnen Pflichten Anwendung auf das einzelne Unternehmen? Ist das die einzelne Gesellschaft verpflichtet, das entsprechend durchzuführen? Und damit gebe ich da ab an Frau Rotkopf, bevor wir uns dann nochmal zu den Exkursen wiedersehen. Genau, danke schön. Genau, kommen wir jetzt schon zu der ersten Pflicht, einmal im Konkreten, und zwar die Einführung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen. Genau, meine Kollegin Franziska hat jetzt einmal schon erläutert. Hier links steht es, wer ist Adressat davon? Das sind die Unternehmen mit dem jährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahre von mehr als 7,5 GWh. So, dann besteht jetzt die Pflicht, das Managementsystem einzurichten, und zwar entweder nach den Anforderungen der ISO 50001 oder nach EMAS. Die Einrichtungsfrist, das kommt ein bisschen darauf an, wann man diesen Gesamtendenergieverbrauchsstatus erreicht hat, sprich, wenn man bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zum 18.11.23 diesen Verbrauchsstatus schon erreicht hatte, also schon ein Unternehmen mit relativ hohem Gesamtenergieverbrauch war, dann muss man es bis zum 18. Juli 2025 einrichten. Und wenn man aber feststellt bei der Ermittlung zum Beispiel beim 1.1.24 rückwirkend für die Jahre, dass man diesen Gesamtendenergieverbrauch erst jetzt erreicht hat oder halt ne, erst im nächsten Jahr zum Beispiel, dann hat man 20 Monate Zeit, das Managementsystem einzurichten. Also hängt wieder, ne, darauf an, wann dieser Gesamtendenergieverbrauch einfach überschritten wurde, dieser Schwellenwert. Ob es dann richtig eingerichtet wurde oder nicht richtig, ob es eingerichtet wurde, kann per Stichprobenkontrolle durch das BAFA überprüft werden. Das kennen manche von Ihnen ja vielleicht schon im Rahmen der Pflicht zur Durchführung des Energieaudits. Das kann ja auch per Stichprobe kontrolliert werden. Und wenn das dann passiert, dann muss man halt das elektronisch nachweisen innerhalb von 4 Wochen. Und das passiert über Anlage 2 im Energieeffizienzgesetz, da ist einmal aufgelistet, was man alles nachweisen muss, je nachdem auch, ob man es schon eingerichtet hatte in der Vergangenheit oder ob man es halt jetzt erst neu eingerichtet hat aufgrund der neuen Verpflichtung. Da sind dann verschiedene Sachen angegeben. Hat Frau Ziska eben auch schon angesprochen, wenn man eigentlich energieauditpflichtig ist man erstmal von dieser Pflicht befreit, bis man den Nachweis erbracht hat, dass das Managementsystem eingerichtet wurde. Das Ganze geht natürlich nicht unendlich. Das heißt, wir haben die Einschränkung noch, dass es nur ausgesetzt ist, bis halt eben die genannten Fristen, also entweder der 18. Juli 2025 oder 20 Monate, wenn ich den Verbrauch erst später hatte, dass man dann innerhalb dieser Zeit zwar freigestellt ist, aber dann natürlich das Managementsystem bis dahin einrichten muss und in dem Zeitraum das Energieaudit nicht durchführen muss. Was jetzt noch einmal wichtig ist, vielleicht auch für Unternehmen, die bisher schon Managementsystem haben, das Energieeffizienzgesetz fordert da noch ein paar zusätzliche Mindestanforderungen als Teil der Managementsysteme. Und warum? Ich habe die Gesetzesbegründung ja mal abgedruckt. Da wurde gesagt, dass es einfach sicherstellen soll, dass die Unternehmen kontinuierlich ihre Abwärmepotenziale erfassen. Und dass es halt ohne diese Zusatzanforderung nicht sichergestellt wäre. Und das heißt, ich habe die auch alle dreimal abgedruckt. Oder wir haben es auch gerade schon gesagt, es geht im Wesentlichen darum, die Abwärmepotenziale besser zu identifizieren und zu erfassen. Deswegen ja, wird in Nummer 1 gefordert, dass man viele verschiedene Daten erfasst. Also einmal hier zum Beispiel die Abgabe von Energie, Prozesstemperaturen, abwärmeführende Medien. Und dann halt schaut, wie kann ich diese Möglichkeiten bewerten, dass ich Maßnahmen umsetze zur Abwärmerückgewinnung und Nutzung zum Beispiel. Nummer 2 sagt dann, okay, ich muss auch zertifizieren und darstellen, und zwar die technisch realisierbaren Endenergieeinsparmaßnahmen und Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und Nutzung. Und Nummer 3, vielleicht schon mal einen Blick auch später, wird dann tatsächlich relevant, weil es schon eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gibt, die vorzunehmen ist. Genau, nach der die Norm 1746-3, auch bekannt als Valerie, das sprechen wir später noch ausführlich drüber. Das heißt, hier wird schon mal die Wirtschaftlichkeitsbewertung relevant, und diese ja, zusätzlichen Mindestanforderungen sollten, denke ich, nicht unterschätzt werden, egal ob man es jetzt das erste Mal einrichtet oder ob man sozusagen nachrüsten muss.
wenn man das Managementsystem eigentlich schon eingerichtet hat. Genau, das sind jetzt einmal die Pflichten rund um die neue Einrichtung der Managementsysteme. Und dann würde ich auch schon zur nächsten Pflicht kommen. Und zwar die Erstellung und Veröffentlichung von den Umsetzungsplänen. Wir haben hier jetzt nochmal so ein Schaubild, sieht erst kurz verwirrend aus, aber dass nochmal klar ist, wann diese Schwellenwerte gelten, welche Pflicht, wann bei wem. Links, das knüpft jetzt wieder so ein bisschen auf die Vorgeschichten hier an, ob ich jetzt audit-pflichtig bin oder ein Managementsystem einrichten muss. Das hat Frau Zister ja auch schon gesagt. Wenn ich ein Nicht-KMU bin, muss ich grundsätzlich ein Audit durchführen. Moment, genau da bin ich. Ein Audit durchführen. Ich kann natürlich aber freigestellt sein, wenn ich ein Managementsystem einrichte. Dann ist die andere Frage, nutze ich, wenn ich kein Nicht-KMU bin, nutze ich vielleicht Privilegien? Ja, dann bin ich auch also nicht verpflichtet, ein Managementsystem einzuführen, aber die brauche ich im Rahmen der Privilegien. Oder ich bin jetzt nach dem Energieeffizienzgesetz mit dem Gesamtendenergieverbrauch über dieser Schwelle, dann muss ich das Managementsystem auch mit den Mindestanforderungen einführen, wenn ich nichts davon habe. Keine Auditpflicht, kein Managementsystem. So, genau. Jetzt bin ich eigentlich bei den Umsetzungsplänen, hängt damit aber ein bisschen zusammen. So, hier haben wir die Grenze von den 2,5 GWh. So, wenn ich da drunter bin, heißt es, ich muss keine Pläne veröffentlichen oder und erstellen. So, und das war am Anfang ein bisschen unklar mit den Endenergieeinsparmaßnahmen, weil gefragt wurde, was ist denn, wenn ich ein KMU bin, also wenn ich kein Audit machen muss, aber über diesem Gesamtendenergieverbrauch liege, bin ich dann verpflichtet und wenn ja, wo kriege ich sozusagen meine Maßnahmen her? Weil ich habe sie ja nicht von hier, weil ich es nicht machen muss. Und da haben jetzt auch vom BAFA die Rückmeldung bekommen, dass das wirklich nur für die Unternehmen gelten soll, die auch aufgrund dieser linken Spalte hier irgendwie verpflichtet sind, überhaupt Maßnahmen zu identifizieren, entweder im Audit oder im Managementsystem. Das heißt, wenn man diese Maßnahmen gar nicht hat, wenn man nicht anderweitig verpflichtet ist, muss man keine Pläne veröffentlichen und erstellen, auch wenn man halt über diesen Schwellenwert liegt. Also es müssen schon sozusagen Endenergieeinsparmaßnahmen aus dem Managementsystem oder Audit überhaupt zugrunde liegen. So, genau. Und wie sieht es dann konkret mit der Pflicht zur Erstellung und Veröffentlichung aus? Also es geht um konkrete durchführbare Umsetzungspläne für alle als wirtschaftlich identifizierten Endenergieeinsparmaßnahmen. Und das ist jetzt, was ich eben noch so ein bisschen angesprochen habe. Man muss sie halt identifizieren, entweder in einem Managementsystem nach dem Energieeffizienzgesetz, also wenn ich aufgrund meines Gesamtendenergieverbrauchs von mehr als 7,5 GWh verpflichtet bin, hier nach einem Managementsystem einzuführen, oder die Maßnahme kommt daraus, dass ich ein Managementsystem hier der zweite Strich habe, weil ich mich von der Energieauditpflicht freistellen lassen wollte. Oder sie kommt halt aus den Energieaudits. Das heißt, das hier ist halt sozusagen Voraussetzung davon, dass ich die Endenergieeinsparmaßnahmen dann überhaupt bewerten kann. Die Frist hängt hier immer ein bisschen davon ab, je nachdem, wann die Endenergieeinsparmaßnahmen identifiziert wurden. Wenn ich ein Managementsystem habe, dann beginnt die Frist entweder mit Abschluss der Rezertifizierung oder der Verlängerungseintragung, wenn wir bei EMAS sind. Und wenn ich ein Energieaudit habe durchführen lassen, dann beginnt die Frist mit Fertigstellung des Energieaudits. So, 3 Jahre sind dann jetzt erstmal relativ lang. Hier unten haben wir auch nochmal eine Stelle aus dem Merkblatt abgedruckt. Hier steht ganz unten nochmal, was ich eingekreist habe, dass die Veröffentlichungspflicht erst bei Systemen gilt, die nach Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen oder zertifiziert wurden, also dass es sich dann auf die Maßnahmen sozusagen ab da bezieht. Genau, hier ist wichtig, wir haben eine Definition von der Wirtschaftlichkeit, wir müssen ja die wirtschaftlichen Maßnahmen identifizieren. Und hier genau haben wir einmal hier wird zugrunde gelegt, dass wir einen positiven Kapitalwert nach maximal 50% der Nutzungsdauer haben müssen, begrenzt auf Maßnahmen mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren. Hier ist immer ganz wichtig, kommt der Hinweis hier schon, genau. Hier ist ganz wichtig, dass man immer wirklich schaut, wo bin ich, in welchem Gesetz, in welcher Verordnung, wie auch immer, und welche Wirtschaftlichkeitsdefinition ist da zugrunde gelegt. Die unterscheiden sich entweder in der gleichen Formulierung, haben zwei gleiche Formulierungen, aber andere Werte. Manchmal gibt es auch ganz andere Formulierungen. Also es ist auch verwirrend natürlich, aber es ist ganz wichtig zu schauen, welche Anforderungen werden hier gestellt. Diese Pläne müssen dann vor der Veröffentlichung noch bestätigt werden, und zwar auf die Vollständigkeit und Richtigkeit.
Und zwar entweder durch Zertifizierer, Umweltgutachter oder Energieauditor. Und das BAFA kann dann die Bestätigung anfordern. Hier wurde ein bisschen Entlastung geschaffen. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens war auch mal geregelt, dass man selbst die aufgrund der nicht vorhandenen Wirtschaftlichkeit nicht aufgenommenen Maßnahmen, dass man selbst das bestätigen musste, dass es vollständig und richtig ist. Das wurde aber rausgenommen. Also es sind jetzt wirklich nur noch die Maßnahmen, die auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit eingekommen sind in die Pläne. Auch das hier kann per Stichprobenkontrolle durch das BAFA kontrolliert werden. Dann haben wir auch wieder die elektronische Nachweisführung. Genau, hier mein Hinweis nochmal. So. Dann kommen wir zu dem dritten großen Pflichtenblock, das sind die Abwärmepflichten. Genau, hier haben wir ebenfalls wieder die Schwelle mit den 2,5 GWh, trifft die Unternehmen. Und wenn wir jetzt erst mal Paragraph 16 angucken, da haben wir die Vermeidung und Verwendung von Abwärme. Das heißt, entstehende Abwärme muss nach dem Stand der Technik bezogen auf diese besten verfügbaren Techniken erstens vermieden werden. Wenn aber doch Abwärme anfällt, muss sie auf den Anteil der technisch unvermeidbaren Abwärme reduziert werden. Und die anfallende Abwärme muss dann durch Abwärmenutzung noch wiederverwendet werden. Das gilt aber immer nur, soweit es dem Unternehmen möglich und zumutbar ist. Und im Rahmen der Zumutbarkeit kann man technische, wirtschaftliche und betriebliche Belange benutzen. Das heißt, wenn man hier irgendwie Bauchschmerzen hat, wenn man sagt, oh, das ist mir vielleicht an manchen Stellen nicht möglich, weil es gibt verschiedene Gründe, so dann ist das hier wahrscheinlich ein bisschen der Ausweg, wenn es halt wirklich einfach nicht geht, dass man über die Möglichkeit und Zumutbarkeit hier Einschränkungen hat. Wie die Abwärme genutzt werden muss, das beschränkt sich auch tatsächlich dann nicht nur auf die jeweilige Anlage, wo die Abwärme abfällt, sondern da sagt das Gesetz explizit, dass man es auf dem gesamten Betriebsgelände nutzen sollte oder auch bei externen Dritten in entsprechender Aufbereitungsform, kaskadenförmig, entsprechend des Exergiegehaltes. Also da werden auch noch mal ein bisschen Anforderungen gemacht, wo und wie ich sie dann wiederverwenden muss. Genau, wir haben Ausnahmen, das würde ich jetzt nicht im Detail durchgehen, das sprengt ein bisschen den Rahmen, aber ist, denke ich, für manche Unternehmen ganz wichtig, dass es Ausnahmen bei den Paragraphen gibt für genehmigungsbedürftige Anlagen nach Paragraph 4 des Bundesemissionsschutzgesetzes. Soweit dann spezielle Anforderungen im Blick auf Abwärme geregelt sind, also einmal aus dem Bundesemissionsschutzgesetz oder Verordnung. Das heißt, für diese Anlagen gilt die Abwärmepflicht aus Paragraph 16 nicht. Ich habe jetzt ein paar Beispiele aus der Gesetzesbegründung mitgebracht. Das wird aber tatsächlich immer einzelfallabhängig zu prüfen sein, weil was für eine Anlage, wo könnte sich eventuell eine andere Abwärmepflicht schon ein bisschen raus ergeben. Sie sehen, das erste wird zum Beispiel die Vorsorgepflicht aus Paragraph 5. Satz 1 Nummer 2 Bundesemissionsschutzgesetz, das ist schon sehr kleinteilig. Aber wenn man jetzt denkt, ah, ich habe hier so eine solche Anlage, dann lohnt es sich damit, sich einmal zu befassen. So, genau, dann kommen wir zu der Plattform für Abwärme. Ja, die sorgt im Moment auch wieder für viel Trubel. Hier haben wir auch die Verpflichtung wieder für Unternehmen mit mehr als 2,5 GWh Gesamtendenergieverbrauch. Und diese Pflicht teilt sich ja sozusagen in zwei. Es ist allgemeine Informationspflicht, aber einmal haben wir die als Auskunftspflicht und als Meldepflicht. Das bedeutet, Auskunftspflicht ist hier der erste Spiegelstrich. Seit das Gesetz in Kraft getreten ist, müssen Unternehmen, wenn sie eine Anfrage bezüglich der Abwärmeinformation bekommen, müssen sie diese Informationen rausgeben. Und zwar auf Anfrage von entweder Wärmenetzbetreibern, Fernwärmeversorgungsunternehmen oder sonstigen potenziellen Unternehmen, die Wärme abnehmen möchten. Da müssen diese ganzen Informationen rausgegeben werden, natürlich unter Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Also es gilt generell für die Plattform für Abwärme. Aber das heißt, da sollte immer schon am besten gesammelt werden, weil selbst wenn wir jetzt noch nicht bei diesen Meldefristen für die Plattform sind, kann es halt passieren, dass man da Anfragen bekommt. Genau, und ansonsten muss man es halt an die Bundesstelle für Energieeffizienz übermitteln, damit es dann auf dieser Plattform bereitgestellt werden kann, die es noch nicht gibt. So, und da gab es ein bisschen hin und her mit den Fristen. Es ist eigentlich der 31.3. jeden Jahres. Im Rahmen der Übergangsfrist war es dann eigentlich der 1.1.24, damit man einmal sammelt und diese Plattform aufbauen kann. Dann hat man gemerkt, okay, die Plattform ja, war auch noch gar nicht fertig oder sie ist immer noch nicht fertig. Dann hat das BMWK gesagt, gut, wir setzen die Übergangsfrist und auch die Bußgeldbewährung für 6 Monate aus bis zum 30.06.24.
So, das heißt, wenn es jetzt wahrscheinlich nach Plan weiterläuft und die BFE dann sagt, gut, wir brauchen diese Informationen jetzt, um die Plattform aufzubauen, dann wird es wohl der 1.7. werden, wenn das halt bis dahin zu realisieren ist. Wie gesagt, die Plattform ist noch nicht freigeschaltet und man weiß auch nicht, wann das passiert. Einmal noch so ein bisschen zur Abwärmedefinition. Wir haben es ja oben links auch geschrieben, es gibt wieder keine eigene Definition im Energieeffizienzgesetz, also nur für ein bisschen andere Teile wie hier technisch unvermeidbare oder technisch vermeidbare Abwärme. Da haben wir aber im Merkblatt einmal eine Stelle gefunden, die dann Abwärme ein bisschen definiert, und zwar als inhärente, aber unerwünschte und nicht rückgewinnbare Wärme, die in einem industriellen oder in einem Herstellungsprozess entsteht, nicht genutzt wird und deswegen abgeführt wird, also Nebenprodukt ist. Und damit kann man jetzt ja schon mal wenigstens ein bisschen was anfangen, genau, um sich hier zu überlegen, ist das, was ich habe, auch Abwärme im Sinne des Energieeffizienzgesetzes. Einmal, was denn alles gemeldet werden muss, das sind jetzt die auskunftspflichtigen Daten, die so im Energieeffizienzgesetz stehen. Hört sich alles erstmal nicht so spektakulär an, offensichtlich eine Namens-, Unternehmensadresse, Standort. Dann kommt es aber schon ein bisschen ins Detail, die jährliche Wärmemenge und maximale thermische Leistung, die zeitliche Verfügbarkeit in Form von Leistungsprofilen im Jahresverlauf, die vorhandenen Möglichkeiten zur Regelung von Temperatur, Druck und Einspeisung und das durchschnittliche Temperaturniveau in Grad Celsius. So, da wurden jetzt Unternehmen lange im Unklaren gelassen, was das genau bedeutet. Die BFEE hat jetzt ja kürzlich ein Merkblatt veröffentlicht für die Plattform für Abwärme. Da ist schon recht detailliert jetzt dargestellt, wie diese Sachen zu errechnen sind. Da sind ein paar entweder Online-Tools als Hilfestellung empfohlen oder es wird gerade für welchen Punkt ist es, ich glaube, für die zeitliche Verfügbarkeit in Form von Leistungsprofilen soll auch ein Muster bereitgestellt werden. Das heißt, da gibt es jetzt endlich was, wobei wir von Unternehmen jetzt auch die Rückmeldung bekommen haben, es reicht trotzdem wahrscheinlich nicht jetzt bis zum 30.06., um konkret zu wissen, was wir sammeln müssen und wie wir es sammeln wollen. Da gab es ja von der BFEE zwei Webinare jetzt im Februar, die ja direkt ausgebucht waren. Ich konnte aber bei dem zweiten glücklicherweise teilnehmen. Da wurden die ganzen Sorgen von den Unternehmen ja aufgenommen und im Anschluss tatsächlich auch die Fragen, die dort gestellt wurden, wurden auf der Internetseite der BFEE adressiert. Also diese ganzen FAQ, die man da einmal lesen kann, sind im Wesentlichen die Fragen, die die Unternehmen in diesem Webinar gestellt haben und die dann ja, glaube ich, aus deren Sicht mehr oder weniger zufriedenstellend beantwortet wurden. Was ich einmal so ein bisschen aus dem Webinar so für mich mitgenommen habe, genau, ist einmal weiterhin, dass der Starttermin unbekannt ist. Also da wurde jetzt auch tatsächlich nicht irgendwie gesagt, ja, vielleicht mal demnächst oder ne, Sie werden es sehen, das wurde man jetzt erstmal im Dunkeln gelassen. Dann hat die Bundesstelle für Energieeffizienzgesetz aber schon mal ja so einen kleinen Tipp sozusagen zur Vorbereitung gegeben, wie man denn jetzt die Abwärmepotenziale sammelt. Also noch mal kurz ein Wort zum Abwärmepotenzial. Es ist generell so, dass man identifizieren muss, wo sind meine Abwärmequellen? Das könnte zum Beispiel eine Anlage sein. Und dann muss ich im zweiten Schritt gucken, welche Abwärmepotenziale ergeben sich daraus, die dann halt natürlich auch mehrere sein können. Also eine Anlage kann mehrere Abwärmepotenziale haben. Und diese Abwärmepotenziale müssen tatsächlich alle einzeln dann erfasst werden und auch tatsächlich so ein bisschen ja, griffig benannt werden, damit man weiß, was es hier mit gemeint. Und genau, das kann halt ja ganz viel werden natürlich. Das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage. Also die BFEE hat empfohlen, dass man so einen Ansatz von ja oben nach unten verfolgt. Das heißt, man erfasst erstmal die größten Anlagen mit den höchsten Energieverbräuchen, weil ja dann wahrscheinlich auch die größten Abwärmepotenziale da sind. Und dann bis hin zu der kleinsten Anlagen mit den niedrigsten Energieverbräuchen. Klingt natürlich jetzt erstmal logisch, wenn wir aber jetzt in die konkrete Umsetzung kommen, ist wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, wo hört es aber hier irgendwann sozusagen in der Mitte auf, wo ich es nicht mehr machen muss. Es kam dauernd immer die Frage, bis zu welcher Glühbirne sozusagen geht es denn? Und ja, das konnte noch nicht beantwortet werden. Da können wir jetzt auch im Moment noch nicht sagen. Da wird aber wohl dran gearbeitet. Also hier unten habe ich es einmal ausgeführt. Es wurde dauernd gesagt, Bagatellschwellen oder Vereinfachungen seien auf jeden Fall Gegenstand der Überlegung. Man könne aber noch nicht sagen, wie die genau aussehen, wann sie kommen, aber ja, es wurde sich wohl zu Herzen genommen und irgendwas wird da wohl hoffentlich kommen, aber wie das ausgestaltet ist, kann ich da auch noch nicht sagen.
Aber schon eine Frage in FAQ, ne? Also in den FAQs schon angelegt, Ja. Bagatellschwellen. Die Antwort ist dann leider recht Ja. unbefriedigend. Die verweist nur aufs Merkblatt, glaube ich. Aber die FAQ-Frage nach, es wird wohl Ja. Bagatellschwellen geben, aber wir können sie Ihnen leider gerade noch nicht Ja, mitgeben. Ja. genau. Also was vielleicht, das habe ich mir tatsächlich mal aus der Präsentation geklaut. Da wurde der Sinn und Zweck nochmal deutlich gemacht. Worum geht es bei dieser Plattform? Es geht halt darum, dass wir einmal hier oben links die Unternehmen mit dem Abwärmepotenzial haben und die dann halt die Kerndaten über die Abwärme bereitstellen. Und dann geht es um die Institution mit Wärmebedarf und die Nachfrage. Zum Beispiel, hier steht im Rahmen des WPG, das ist das Wärmeplanungsgesetz. Also hier macht vielleicht das Große und Ganze ein bisschen Sinn. Man hat mit dem Gebäudeenergiegesetz jetzt die Pflicht, 65% durch erneuerbare Energien oder Abwärme in der Heizungsanlage zu decken. Wo kommt diese Anlage her? Die Anlage, Entschuldigung, die Abwärme her. Das hat mit dem Wärmeplanungsgesetz zu tun, weil die Kommunen Wärmeplanung machen müssen. Das heißt, man braucht Abwärme, die wird gefordert. Und deswegen soll man diese beiden Akteure hier halt zusammenbringen. Und das soll mit der Plattform geschehen. Und deswegen soll der auch wirklich am Ende das stehen, was hier oben den rechts den Institutionen, was die auch wirklich nutzen können. Das heißt, die kleinste Glühbirne, das Abwärmepotenzial werden sie wohl nicht nutzen können. Aber ja, es ist zwar schön gesagt, aber trotzdem hilft das, glaube ich, in der Praxis nicht ganz weiter, wenn man jetzt wirklich mal sagt, okay, und wo hört es jetzt auf, wo ich erfassen muss. Aber trotzdem, dass man sich diesen Sinn und Zweck der Plattform nochmal hervorruft. Genau. Dann haben wir jetzt noch mal hier einen kleinen Exkurs. Das würde ich auch in Anbetracht der Zeit wirklich nur mal kurz halten. Man sollte sich überlegen, bin ich vielleicht neben der Eigenschaft als Unternehmen auch noch Betreiber eines Rechenzentrums, weil ich das unternehmensintern zum Beispiel habe. Da haben wir dann wirklich noch mal auch einen großen Pflichtenkatalog. Das sind im Wesentlichen die gleichen, die man als Unternehmen hat, aber auch zusätzliche. Sowas wie Erreichen einer Energieverbrauchseffektivität. Man muss einen bestimmten Anteil von erneuerbaren Energien im Rechenzentrum verwenden. Man hat auch die Veröffentlichungsübermittlungspflicht, die allerdings noch ein bisschen in der Zukunft liegt aufgrund der Übergangsfristen. Also das ist wirklich sehr, sehr umfangreich noch. Wenn man ein Rechenzentrum betreibt, sollte man sich damit auch nochmal intensiv auseinandersetzen. Da gibt es jetzt aber auch schon so ein bisschen FAQ hier unten auf der Internetseite des BMWK, wieder auf anderer Stelle auch noch. Genau. Und auch als Mini-Exkurs öffentliche Stellen sind auch nochmal ein großer Adressat des Gesetzes. Die haben ein bisschen ähnliche Verpflichtungen. Im Wesentlichen geht es auch um die Einrichtung von Managementsystemen. Öffentliche Stellen haben aber auch noch eine gewisse Einsparverpflichtung in Höhe von 2% bis 2045 bei dem beim Endenergieverbrauch. Aber genau, das würden wir jetzt eher so für den Nachgang ein bisschen nur mitgeben, wenn jemand merkt, ich könnte öffentliche Stelle sein. Wir haben die Definition hier auch einmal abgedruckt, dass man sich damit genauer befasst. Wir reden ja heute eher über die Pflichten von Unternehmen, aber der genau, Vollständigkeit halber öffentliche Stellen, Betreiber von Rechenzentren oder Informationstechnik sind hier auch auf jeden Fall angesprochen. Ausnahmebefreiung soll es irgendwann mal für klimaneutrale Unternehmen geben. Was das ist, wissen wir noch nicht. Da wird es eine Rechtsverordnung für geben müssen, die dann festlegt, was sind die Anforderungen, wie wird es anerkannt, wie erfolgt der Nachweis, dass man ein klimaneutrales Unternehmen ist. Und dann, ja, von den Pflichten, von manchen Pflichten, die wir ja aufgelistet haben, ja, teilweise ein bisschen befreit ist. Da können wir aber noch nichts zu sagen. Das ist Zukunftsmusik. Und genau, hier noch einmal ein Hinweis. Die meisten Pflichten sind tatsächlich sanktioniert, also die Verstöße gegen die Pflichten. Ja, wir haben Stichprobenkontrollen, Ordnungswidrigkeiten, und zuständige Stellen. Das haben Sie vielleicht auch ein bisschen gemerkt, wenn wir mal sagen, hier sind Informationen bei der BFEE, hier beim BMWK, also das teilen sich die Behörden so ein bisschen. Wir haben hier das BAFA, Bundesstelle für Energieeffizienzgesetz, BMWK. Genau, das sind so ein bisschen die Akteure, die hier auch für Rückfragen dann wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Genau, und hier haben wir auch für den Nachgang noch einmal die einstehenden Gesetze, Verordnungen, Merkblätter, FAQs verlinkt. So, genau, dann würde ich wieder an dich Ja, abgeben. Danke. genau. Wir würden jetzt in den Exkurs übergehen. Ich genau sehe, dass sich im Chat so ein paar Fragen gelistet haben. Wir haben am Ende tatsächlich ein Zeitfenster für Fragen übrig gelassen. Ich sehe eine Handhebung. Also wir sind von unserer Seite flexibel, ob wir die Handhebung jetzt einmal zwischenschieben wollen, bevor wir in den Exkurs gehen. Aber Frau Kruse, das überlasse ich Ihnen in der Organisation, ob das passt. Also unseretwegen gerne, aber wir können es auch am Ende machen. Ich würde sagen, wir machen es am Ende des Alles klar. Vortrags. Gut. Dann schließen wir noch den Exkurs rund um die ökologischen Gegenleistungen an. Ich habe das eingangs gesagt, es ist schwierig, über die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen nur aus diesem ordnungsrechtlichen Charakter heraus zu sprechen, sondern um es komplett zu machen, müssen wir auch noch ein paar andere Gesetze mit im Blick behalten, zumindest falls sie davon betroffen sind oder nicht.
vorangestellt. Bevor wir wirklich auf die Privilegien kommen, habe ich eingangs gesagt, wir haben auch noch mal eine Folie zu dieser Enzymima-V. Und hier haben wir jetzt auch den Langbegriff dieser Verordnung, also die Verordnung für die mittelfristigen Einsparmaßnahmen, die so ein bisschen ja vorgeschaltet ist für das Energieeffizienzgesetz. Und wie gesagt, das Energieeffizienzgesetz ist ein bisschen weiterführt, was da gefasst war. Und wir wollen es nochmal aufgreifen, weil es auch da um die Umsetzung von wirtschaftlichen Energieeffizienzmaßnahmen geht oder ging und die Frist da demnächst ausläuft. Erfasst waren grundsätzlich Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von 10 GWh, also wieder eine Pflicht, die erst dann ausgelöst wird, wenn der Gesamtenergieverbrauch erreicht ist. Und da gab es tatsächlich eine Umsetzungspflicht für wirtschaftliche Maßnahmen. Jetzt wieder Vorsicht, Frau Rotkopf hat es gesagt und ich sage es wahrscheinlich die nächsten 10 Minuten auch noch dreimal, weil das besonders wichtig ist zu beachten, dass diese Wirtschaftlichkeitsdefinitionen variieren. Das heißt, wenn Sie vor ein paar Monaten auf Basis dieser Enzymima-V schon einmal eine Wirtschaftlichkeitsbewertung Ihrer Maßnahmen vorgenommen haben, dann lehnen Sie sich bitte nicht zurück, sondern machen jetzt diese Wirtschaftlichkeitsbewertung für alle Maßnahmen noch einmal neu vor dem Hintergrund Energieeffizienzgesetz. Aber auch zu den ökologischen Gegenleistungen, bei den Privilegien, zu denen wir gleich kommen. Denn diese Wirtschaftlichkeitsberechnung hier bei der Enzymima-V, die war sehr, sehr eng. Also das waren wirklich sich aufdrängende Maßnahmen, die in jedem Fall und sehr schnell sich als wirtschaftlich erweisen, die Unternehmen dann verpflichtet waren, umzusetzen. Und die Umsetzungsfrist läuft jetzt tatsächlich aus zum 31. März 2024. Das heißt, ich hoffe, Sie haben da Ihre To-Dos schon erledigt und können einen Haken hintermachen. Wir wollen an dieser Stelle aber noch einmal kurz darauf hinweisen, dass da die Frist ausläuft und hier tatsächlich auch eine Umsetzungspflicht hintersteht. Diese Umsetzungspflicht war im Energieeffizienzgesetz tatsächlich auch mal angelegt in den Vorgängerversionen. Und wir waren dann relativ erstaunt, dass die doch wieder hinten runtergefallen ist. Das heißt, das Energieeffizienzgesetz selbst führt jetzt diese Umsetzungspflicht nicht fort. Wohl aber in abgeschwächter Form dann eben die Veröffentlichungspflicht der Pläne, wodurch ja irgendwie nur, ja, ein indirekter Druck da reinkommt, die Energieeffizienzmaßnahmen tatsächlich umzusetzen. So, das Exkurs Enzymima-V und jetzt haben wir den Exkurs ökologische Gegenleistung und Privilegien. Das Grundprinzip war früher eigentlich, dass sie eine Beihilfe beantragt haben und mit dieser Beihilfe tun und lassen konnten, was sie wollten als Unternehmen. Ja, da war keiner hinterher, wo das Geld dann hingeflossen ist, was sie damit gemacht haben, in was sie investiert haben. Und das ändert sich jetzt durch die ökologischen Gegenleistungen. Und zwar aktuell in den hier genannten Regelungen. Das ist nicht abschließend, also das ist eine Momentaufnahme. Wir sehen, dass das immer weiter um sich greift, und das auch noch bei weiteren Privilegien eingeführt werden könnte. Wir haben es momentan bei der BECV, das ist die Verordnung für die Beihilfen im Kontext nationaler Emissionshandel. Wir haben es bei der Strompreiskompensation, das ist die Beihilferegelung für indirekte Kosten aus dem europäischen Emissionshandel. Wir haben es bei der besonderen Ausgleichsregelung, die die Reduzierung der KWK und Offshore-Netzumlage regelt. Beim ausgelaufenen Spitzenausgleich, der ist 2023 ausgelaufen, aber Sie beantragen ihn ja nochmal in diesem Jahr und haben auch da eine Bereitschaftserklärung zumindest abzugeben. Also die Anforderungen da erstrecken sich eigentlich in diesem Kreuzchen, dass sie ihre Bereitschaft erklären. Da ist nicht viel mehr angelegt, aber der Vollständigkeit halber eben dingen da auch ökologische Gegenleistungen an. Wir haben es bei der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten im Kontext EU-ETS jetzt relativ neu. Das ist tatsächlich auch noch ein bisschen im Gesetzgebungsverfahren, aber es wird kommen. Und die EU-Energiebesteuerungsrichtlinie lässt auch durchklingen, dass mit einer Neuordnung des Strom- und Energiesteuerrechts, die irgendwie ansteht, man noch nichts so richtig Konkretes hat. Aber da liest sich auch schon raus, dass zukünftig mehr Privilegien im Strom- und Energiesteuerrecht auch über den Spitzenausgleich hinaus diese ökologischen Gegenleistungen erhalten werden. Und das ist die Momentaufnahme. Und leider sind diese ganzen Regelungen unterschiedlich. Ja, also mein Kollege Herr Lünemann sagt immer, es wäre schön gewesen, wenn wir ein Gegenleistungsgesetz bekommen hätten mit einheitlichen Regelungen. Das hätte es Ihnen deutlich leichter gemacht. So kam es aber nicht, sodass Sie tatsächlich checken müssen, was für Privilegien nutzen Sie aus diesem Bereich hier, der aktuell ökologische Gegenleistung vorsieht. Und dann sind Sie aus dem Kontext heraus verpflichtet, Energiemanagementsysteme einzuführen oder auch wirtschaftliche Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, sofern es keine Alternativen gibt. Für dieses kleine Zeitfenster, das ich hier habe, ist es mir tatsächlich leider gar nicht möglich, Ihnen diese umfassenden Regelungen mitzubringen. Also ich kann da ein paar Stunden mit füllen, möchte Ihnen aber schon das Gefühl mitgeben, dass die Regelungen A unterschiedlich sind oder was so die wesentlichen Bausteine sind.
Und ökologische Gegenleistung bei Privilegien sind auch immer zwei Bausteine. Der eine ist die Einführung des Energiemanagementsystems. Das ist bei Privilegien nichts Neues. Das haben Sie vorhin gehört. Das war irgendwie der Status quo. Wer ein Privileg wollte, musste auch das Energiemanagementsystem einführen. Das wird aber quasi fortgesetzt, diese Komponente der ökologischen Gegenleistung. Und als zweite Komponente wird eingeführt, dass man investieren muss in Energieeffizienz- oder Klimaschutzmaßnahmen. Ja, das heißt, mit der Beihilfe kann nicht mehr tun und gelassen werden, was man möchte, sondern die einzelnen Regelungen sehen vor, dass die Beihilfe, die sie jeweils erhalten, zu einem Anteil oder teilweise auch vollständig zu reinvestieren ist in die wirtschaftlichen Energieeffizienzmaßnahmen. Manchmal sind Alternativen vorgesehen, ja, die besondere Ausgleichsregelung zum Beispiel oder die Strompreiskompensation, die sehen als Alternative vor, dass sie auch Grünstrom beziehen dürfen und dann sagen können, wir beziehen Grünstrom, deshalb sind sie von ihrer Investitionspflicht befreit. Aber auch diese Alternativen, die sind unterschiedlich in den einzelnen Regelungen. Das heißt, je nachdem, welche Privilegien Sie nutzen, machen Sie sich mit diesem ja, System vertraut, weil die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintreten. Ja, wir haben es hier bei der BECV, da war die Investition schon 2023 erforderlich und der erste Nachweis dazu erfolgt in diesem Antragsjahr 2024. Die anderen Privilegien, ja, die kommen langsam hinterher. Also da müssen Sie jetzt auch investieren, um dann die Nachweise entsprechend führen zu können. Und eben die Investitionsbeträge variieren. Wir haben bei der BECV erstmal 50% der Beihilfe, also die Hälfte. Es geht dann in Folgeabrechnungsjahren hoch auf 80%. Die besondere Ausgleichsregelung bleibt wohl bei den 50%. Bei der Strompreiskompensation sind es sogar 100%, also dass Sie grundsätzlich 100% der Beihilfe reinvestieren müssen, sofern Sie in dieser Höhe wirtschaftliche Maßnahmen generieren können. Wie gesagt, beim Spitzenausgleich ist es ja nicht definiert. Ja, der schwingt zwar mit, so bei diesem Thema ökologische Gegenleistung, weil Sie Ihre Bereitschaft erklären müssen. Der sieht aber keine Investitionssumme vor, der sieht keine Nachweisführung vor. Da ist zu vieles ungeklärt, als dass da wirklich eine Nachprüfpflicht erfolgt. Sie müssen Ihre Bereitschaft erklären. Dieses Kreuzchen setzen Sie ja aber auch ganz zurecht, weil Sie sich auch vor dem Hintergrund Energieeffizienzgesetz eben mit den wirtschaftlichen Maßnahmen auseinandersetzen. Aber beachten Sie hier bitte die Unterschiede. Wir haben hier nochmal im Überblick die ganzen Wirtschaftlichkeitsdefinitionen. Ich wusste, dass hier eine Animation hintergelegt war, aber dass Sie einmal auf den ersten Blick diese unterschiedlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben. Da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Da haben wir ja auch einen ganz eigenen Vortrag zu, natürlich im Kontext Energieeffizienzgesetz. Aber bitte beachten Sie, dass wenn Sie die Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Energieeffizienzgesetz durchführen, Sie bedenken, dass sofern Sie Privilegien nutzen, hier nochmal eine eigene Wirtschaftlichkeitsberechnung machen müssen. Denn es könnte Ihnen auf die Füße fallen, wenn Sie nach dem Energieeffizienzgesetz eine Berechnung vornehmen, zu einem Ergebnis kommen, die Maßnahme ist unwirtschaftlich, müssen Sie nicht umsetzen. Und das könnte dann zum Beispiel bei der besonderen Ausgleichsregelung auf die Füße fallen, weil es nach der Definition sich vielleicht doch als wirtschaftlich erwiesen hätte und da eine Umsetzungspflicht hintersteht. Und das Risiko ist eben der Verlust der Beihilfe. Die Beihilfen hängen jetzt an dieser Erbringung der ökologischen Gegenleistung tatsächlich. Wir haben im Grundsatz folgende Systematik. Also Sie bekommen Ihren Beihilfebetrag, den müssen Sie teilweise reinvestieren. Sie sehen in der Übersicht gesehen, manchmal die Hälfte, manchmal vielleicht auch alles. Aber es ist beschränkt auf die wirtschaftlichen Maßnahmen. Das heißt, wenn Sie weniger wirtschaftliche Maßnahmen zur Verfügung haben als dieser geforderte Investitionsbetrag, macht es überhaupt gar nichts. Sie bekommen trotzdem 100% der Beihilfe. Wesentlich ist, dass Sie das entsprechend nachweisen. Also ein sauberer Nachweis, eine saubere Berechnung und das Wichtigste, eine Bestätigung des Energiezertifizierers, der tatsächlich die wichtigste Person in diesem Kontext hier wird. Die Wirtschaftsprüfer fühlen sich da oder haben sich am Anfang gerne aufgerufen gefühlt, die sind aber tatsächlich gar nicht gefragt. Prüfungsbefugte Stelle für diese Bestätigung, dass Sie da alles richtig gemacht haben, ist der Energiezertifizierer an der Stelle. Genau. Und wenn Sie Investitionsüberschuss haben, das heißt vielleicht eine ganz große Maßnahme umsetzen, die mehr Geld beansprucht, als Ihre Investitionshöhe eigentlich sein müsste, dann dürfen Sie das die nächsten 4 Jahre, Antragsjahre anrechnen. Es gibt also so ein paar Gemeinsamkeiten bei den Regelungen. Die Details sind aber tatsächlich unterschiedlich. Ganz wichtig ist auch das Verbot der Doppelanrechnung. Ja, heißt, wenn Sie
eine Maßnahme umsetzen und dann in die investieren, darf diese Investitionssumme nicht in mehreren Privilegien angesetzt werden. Ja, das heißt, ein und derselbe Euro darf nicht bei der besonderen Ausgleichsregelung als Nachweis dienen und bei der BCV tragen Sie das Gleiche nochmal vor. Das funktioniert nicht. Die Maßnahme ist dann quasi verbraucht, zumindest in der Höhe des Beihilfe- oder Investitionsbetrages, der da erforderlich ist. Sie dürften es aufsplitten, ja, aber auch bei großen Maßnahmen darf man das anteilig zuordnen. Aber grundsätzlich muss eine Zuordnung stattfinden. Auch das ist eine Gemeinsamkeit der Privilegien. Es gilt das Verbot der Doppelanrechnung an der Stelle. Auch das ist aber nicht so dramatisch, weil wenn dann im nächsten Privileg eben eine wirtschaftliche Maßnahme weniger zur Verfügung steht, rückt entweder eine weitere wirtschaftliche Maßnahme nach, die Sie dann umsetzen müssen. Aber am Ende des Tages, wenn Sie alle Ihre Hausaufgaben gemacht haben, und das ist ja das Ziel dieser ganzen Regelung, dass am Ende des Tages alle wirtschaftlichen Maßnahmen umgesetzt sind, zumindest die man dann jeweils in dem Zeitraum bewerten kann, dann sind Sie ja quasi, also haben Sie ein Ziel erreicht und die Beihilfe gibt es dann eben immer dennoch, die wird nicht anteilig gekürzt, nur weil Sie weniger investieren, weil weniger wirtschaftliche Maßnahmen zur Verfügung stehen. Das heißt, mehr eine Nachweisfrage, dass da der Nachweis korrekt und sauber ist. Das heißt, unsere Abschlussfolie sind so ein paar Tipps, dass Sie sich natürlich mit den Energieeffizienzmaßnahmen da auseinandersetzen. Welche haben Sie überhaupt? Das müssen Sie im Kontext Energieeffizienzgesetz machen. Das müssen Sie aber auch hier im Kontext der Privilegien machen. Und dann eben Vorsicht bei der Wirtschaftlichkeit. Das nehmen Sie heute in jedem Fall mit. Bitte jeweils pro eigener Definition das Ganze berechnen. Und dann planen Sie, ne? Welche Maßnahme setzen Sie wo an? Das ist Ihnen grundsätzlich freigestellt. Aus der Praxis nehme ich eben von Mandanten mit, dass die schauen, ne, wie viel Beihilfesumme gibt denn welches Privileg? Häufig ist die Strompreiskompensation dann noch mit einer sehr hohen Beihilfesumme unterwegs. Das heißt, dass man die Maßnahmen, die man umsetzt und die man gesichert ansetzen kann, diesen höheren Privilegien zuordnet, um da wirklich definitiv gesicherten Nachweis führen zu können, aber eben in den anderen dann auch nachweisen kann, dass einfach nichts Wirtschaftliches mehr zur Verfügung steht. Das ist allen Regelungen gemein. Und ja, beziehen Sie Ihren Zertifizierer mit ein, wenn Sie schon mit ihm gesprochen haben. Wir kriegen da unterschiedlichstes Feedback. Also die Zertifizierer scheinen auch nicht so ganz glücklich mit der Rolle zu sein, die sie hier abbekommen haben. Ich habe auch schon von Mandanten gehört, die dann eine Absage ihres Zertifizierers bekommen haben. Ja, der wollte die Bestätigung nicht geben. Also suchen Sie da die Kommunikation frühzeitig, auch wenn da die Umsetzungsfristen teilweise noch laufen und machen Sie sich tatsächlich mit diesen ganzen Unterschieden betraut. Denn ich habe jetzt ganz vieles nicht gesagt, was ich Ihnen gerne mit zugerufen hätte, aber das ist ja auch nicht das heutige Thema. Aber eben Energieeffizienzmaßnahmen sind nicht nur im Energieeffizienzgesetz, sondern auch bei den ökologischen Gegenleistungen ein großes Thema. Und damit haben wir, glaube ich, unseren Folienteil hiermit abgeschlossen und haben noch Zeit für Fragen.